finde ein Würstel als menschliche Einrichtung einfach sympathisch, weil es die Menschen miteinander verbindet. Wenn man schön ausschaut, dann bekommt die Welt den bösen Blick und man für sich selber einen schlechten Geruch. Das Menschenhauen ist eine Privatangelegenheit des menschlichen Körpers und geht keinen etwas an. Innerhalb des Lebens geht es ja wirklich zu wie in einem Vogelhaus. Alles kommt ungefragt daher und frisst sich voll. Das Glück ist ein Trampel. Das bleibt immer draußen, wo es seine Ruhe hat. Eine feige Sau ist so ein Glück. Bei uns ist alles eine gemeine Übersinnlichkeit. Ja, da wird freilich immer alles aufgefressen werden müssen, was nicht so grauenhaft sein muss. Weil ja ein jedes abartige Schöne eine Erinnerung daran macht, dass das Ganze bei uns übergewichtig ist, unwichtig und unförmig.